Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Construction Simulator 2015. Mit dabei haben wir wieder den Horst, unseren Chef. Einmal den Hermann. Und den Josef. Du hast jemanden vergessen. Was haben wir und vergessen? Den Deppen da hinten. Du hast den haben wir hier vergessen. Den müssen wir uns nämlich ansprechen hier, weil der. Okay. Gepflegtes Grün. Lese ich nicht vor. Soziale Interaktion. Okay. Mit oh, nee, muss ich man nicht bin sagen. Guter Auszubildender. Das ist ganz genau richtig. Was müssen wir denn überhaupt machen? Also, die einen müssen ein bisschen Erde holen und zur Baustelle fahren und die anderen müssen für Teil 2 sechsmal Fichtensetzlinge holen. Oh, ich glaube, ich weiß, wer die Fichtensetzlinge holt. Simon und Nico? Nein. Du und Nico. Ich und Nico. Wo ist Nico? Klaus. Josef. Klaus. Oh, Radstein. Hast du den nächsten Ding? Ich hab nichts berührt hier. Doch, ja, Alter, okay. Fahren im Gegenverkehr. Ich habe überholt. Wir fahren natürlich fair. Sind das hier unsere Helden hier links? Nico? Welche Helden? Ja, unsere zwei Helden. Waren das gerade unsere zwei Helden? Ja. Nö, überhaupt nicht. Nico? Hä? Alter, das war mehr als knapp. Hä? Was? Was? Nicht schon wieder? Immer nur meckern, Klaus. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, probier einfach mal dein Glück. Mit was holt ihr eigentlich Erde? Hat eine Frage an. Wow! Aber so ja, wird ja. Aber nichts hier. Das war eine Frage an Hans. Ne, Hans haben wir nicht. An Hans, ja, deswegen hast du keine beantwortet. An Horst. Du meinst Horst, was los? Was holen die Erde? Mit dem kleinen Kipper. Am besten mit einem Fahrzeug. Nicht mit dem Multikipper? Nee. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der das könnte. Ach, guck mal, wir haben Erde gefunden. Wieso verwenden wir eigentlich nicht diesen schicken Arm? Oh. Nee, Nico, du beleidigst die andere Seite. Nee, stell da ab. Stell ab. Nee! Wie, Juli? Hey, Nico, stehen wir ineinander? Digga, ich hab nichts gemacht! Vorne? Hä, was hab ich gemacht? Links. Nee, im Leben nicht! Frag mich nicht! Oh! Moment jetzt. Guckt ihr uns jetzt zu? Ja. Seine Schweinerei. Hallo. Mit zwei Gabelstapeln arbeitest du da. Und da liegt schon was auf dem Boden, sehe ich richtig? Nee. Hätte ich noch was für den Kram nehmen können, aber. Nein, das wäre viel zu einfach. Na komm, lassen wir uns ja mal in ihrem Schicksal hier alleine. Wann kommen wir eigentlich mal in die große Stadt? Oh, Nico, das ist gefährlich. Guck mal, das ist genau auf Kopfhöhe. Ah, nicht ganz auf Brusthöhe. Kranplätze müssen verdichtet werden. Ja, guck mal! Guck mal! Verladen wir sie halt so! So, Moment, jetzt zweimal rechts. Moment. Ey! Bitte? Ey! Zweimal rechts da bitten. Hier geblieben! Ha. Ey, klaust du mir die? Ist ja eine Schweinerei. Klaus! Hat er mir die geklaut? Hä, hey, was ist das denn für ein Müll? Was denn? Nick, Dann versuch es so mit gut Glück jetzt. So, und da vorne links müsste unsere Baustelle sein. Was machst denn du? Hier links. Ja genau, geh die Straße rein. Wenn ich da unten kipp, geht nicht so weit rein. Klar. Und irgendwo da muss die Erde abkippen. Nee, ja, na klar. Nee. So, die komischen Typen da mal fragen. Warum ist denn eine markierte Fläche, oder? Da kann man gar nichts fragen, da steht nur im Weg rum. Ja, dann kipp mal ab da. Ja.
abladen. So, wir drücken wieder F1, damit wir wissen, was wir drücken können. Ja. Jawohl. So, schaut richtig aus, oder? Ja, du kannst es noch ein bisschen reindrücken, aus, ja. Oder? Nee, das geht tatsächlich nicht. Was? Und abkippen. Auch du kannst reindrücken. Ah, Ladung befestigen. Okay. Kann ich nicht. Wieso kann ich das? Ein Teil der Ladung ist nicht korrekt verladen. Ich hab, jetzt gesagt, müssen wir nur noch auf die anderen Helden warten. Du musst das andere Ding ein bisschen eindrücken. Alter, nimm doch deinen Gran. Nimm doch deinen Gran. Alter, ich fahr den gerade ein. Alter, ja. Warum nimmst du den Kabelstapler? Moment mal, ich versuch's so. Jetzt? Oh, ja, ist gut geparkt. Genau, und wie kriege ich das jetzt, und wie kriege ich jetzt zusammen? Das muss im 90, also du musst im 90 Grad zu unserem Dach stehen und dann musst du das voll einknicken. Also so passen wir durch keine 4 Meter Brücke, Nico. Was? Ja, genau so. Und jetzt immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hey, Erik. Ja. Hey, wer ist Erik? Wenn der jetzt hier dumm kommt, schubst du ihn zu mir und ich schubst ihn zurück, ne? Jetzt! Ja, genau. Und dann Kuh. Ich glaube nicht, dass der uns groß dumm kommen kann. Nico! Meinst? Scheiße, Moment mal. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Fahrst du jetzt? Was? Umdrehen! Umdrehen? Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung, dem vom Hotel. Dem grünen Strich nach. Wir haben mal nicht einen Auftrag in der. Hey, Alter, der hat vorverachten! Summer! Nimmt er mir einfach die Vorfahrt hier. Alter! Was ist da gerade passiert? Ich komme hier mit 100 angedüst und dann meint er, ein Auto einfach rausziehen zu müssen. Alter, wo sind wir denn? Hier war ich in meinem Leben noch nie. Ist das eine Autobahn? Ich bin da auch gerade angefangen. Es gibt eine Autobahn auf dem. What? Wo ist denn hier ein Hotel? Da. Ist das ein Hotel? Okay. Und wo müssen wir genau hin? So Baustelle am Hotel. Ja, wo ist die? Seid ihr überhaupt schon da? Nee. Ja. Ach doch, da hinten seid ihr. Ja, okay. Seid ihr überhaupt schon da? Aber wo ist die Baustelle? Ich hoffe, hast du jetzt. Erik, ich hoffe, du hast für die 6 Fichten-Setzlinge so einen riesen Kran gekauft. Ihr habt den Kran auf dem Fahrzeug. Wo fährst du eigentlich hin, Nico? Ich weiß nicht wohin. Hey, guck doch auf die. Guck doch auf die Map! Wir sind irgendwo im Triggerpunkt. Hä? Natürlich! Hallo? Fettes Baustelle sind wir auf der Karte. Nö. Du hast 2 Lenkbar. Du siehst doch den Trailer unten mit der Beladung. Den sehe sogar ich. Nee, das ist unser LKW. Ihr müsst jetzt auf die Baustelle. Ach lol, hier ist eine Baustelle. Die habe ich nicht gesehen. Wow. So, und hier müssen wir abladen, oder was? Ja, hier abladen. Okay, Moment. Das regle ich jetzt ganz professionell. Wait. Nee, warte mal, ist das nicht so eine. Ja, das wäre mehr oder weniger mein Plan auch, aber. Was habt ihr hier für ein Häufchen gemacht, als wir weg waren? Das ist die Erde, die wir anliefern mussten. Oh wow! Wow! Ey, da war die ganze Ladefläche voll. Nur die ganze Erde. Was macht Alter, eigentlich Herrmann, so. Was macht mal. Eigentlich so ein Typ mit. Dass da. Der hat noch nicht mal eine Krawatte. Das soll unser Ingenieur hier sein, oder was? Nein, das ist der Inhaber des Hotels. Oh. Scheinbar ist er das. Er hat nichts gesagt bisher. Er steht nur so rum. Nico, was machst denn du? Oh Gott. Alter, er möchte seine Fichtensetzlinge auch gerne im Ganzen haben. Ach, was? Guck mal, 3 sind schon auf dem Boden. Warte, ich helf dir. What? Alter, neu! Alter.
Hermann! Also, da würdest du die einfach runterheben, wärst du viel schneller, als wenn du hier vermutlich, ja, die Feldfeuer findest. Aber das wäre ja zu einfach. Nico. So. Jetzt können wir den Typen ansprechen hier. So, bla, 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 bla. Ja. Okay, das ist sehr großzügig von Ihnen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, wünsche ich Ihnen auch. So. Mach die Baustelle, mach den Baustellenbereich frei. Britschwagen mit Kran. Horst. Klaus. Also, Abflug. Jo. So, und schnipp. Katsching. Boah. Ui. Ui. Ferienhäuser. Ferienhäuser. Oh. Ach, natürlich, wir haben jetzt da einen Spielplatz hingemacht. Natürlich. Ja. Und wo sind unsere 6 Fischen hin? Seid ihr schon auf dem Weg? Wir sind auf dem Weg. Dann fahrt erstmal zum Sägewerk. Da könnt ihr schon mal das erste Zeug abholen. Sägewerk, okay, Nico. Ja. Sägewerk, links. Sägewerk, was Sägewerk? Hä? Sägewerk, so dumm. Sägewerk steht genau links. Ah. Alter. Ich seh die Schilder nicht. Nee, Simon, hol mal nochmal Erde und fahrt zur Baustelle, bitte. Ich hol grad schon mal den Bagger zur Baustelle. Woher weißt du, dass es links... Alter, Nico! Das ist doch das Sägewerk. Schauen wir mal, ob wir den Weg wieder zurückfinden. Nee, Moment, das ist kein Sägewerk hier. Alter! Hey. Was? Es gibt eine Straße! Ja, das wäre doch... Alter, guck dir mal den Umweg an. Wenn man hierher wollen würde. Hey, Luxemburg nimmt auch keine Straßen. Steht da stand da gerade nicht Sägewerk rechts? Alter, Junge! Guckst du nicht auf die beschissenen Schilder? Oh Gott, Unfall! Guck, Sägewerk stand rechts! Wenn jetzt auf dem Schild steht links, wär's ein bisschen scheiße. Hey, sag mal! Guck! Sägewerk rechts! Alter, was machen die? Die ist ja noch besoffen als wir. Ich hab ich nicht. Als ob die uns jetzt entgegenkommen. Oh, hier. Alter. Nee. Theoretisch schon, ja. Wie viel Fahrzeug wollt ihr noch leihen? Ihr habt hier keinen Kran. Das kostet 0 Euro. Ja, der Kran kostet auch 0 Euro. Das ist viel schneller. Oh, oh. Oh, oh, ist immer gut. Hä? Wie zum... Nico, guck dir das mal bitte an. Steig mal bitte aus dem LKW aus. Ja, wie wär's, wenn du die mal richtig rumnimmst? Als ob ich jetzt die von der anderen Seite nehmen muss. Ja. Kannst du mal kurz mein LKW befreien? Kannst du mal kurz mein LKW befreien? Was hast du jetzt wieder gemacht? Ich habe einen guten Tokyo-Drift hingelegt. Problem ist, ich stecke in einem Schild fest. Moment. Dann müssen wir kurz langsam hier. Meine Damen und Herren, wir sind sofort wieder für Sie zur Stelle. Wir warten nur kurz auf den Support. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Der nächste freie Mitarbeiter ist sofort für Sie. Kleiner Britschenwagen. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Was denn? Das Spiel ist so dumm, ich habe jetzt zwei Paletten aufeinander und ich kann die nicht hochfahren. Hey Leute, mit der Leertaste kann man übrigens die Handbremse aktivieren, dann kann man driften. Oh. Ich glaube, wir können langsam bei unseren echten Namen bleiben, wir reden uns ja eh immer ständig so an. Ich weiß nicht, was du meinst. LOL, hä? Als ob die... Hä? Hast du wunderbar gemacht, Klaus. Warum? Guck mal. Ich krieg das nicht in die Ecke hier mit so. Ja, wir haben doch immer 4 Paletten. Lade die doch irgendwo hin. Ja. Wir nehmen auch noch Profis andere bei der Sachen. Arbeit. Was nehmen wir denn noch? Guck mal, ich mach einfach so. What the fuck? Ja, Holz. Holz deutlich stärker als Stablos, klar. Judy, wenn ich das einfach so runterfallen lasse, dann geht's auch. Ja, gut, aber was nehmen wir noch mit? Vom Bau hin dann noch. Ja,
Stell dir mal vor, einer von uns hätte Klaustrophobie. Oh. So viel will Klaus sagen. Oh. Okay, ach nee, halt, ich muss noch sichern, Moment. So. Ja, da ist noch eine Palette nicht gesichert, aber passt schon. Wir sind alle gesichert. Nee. Also erst auf Ritter jetzt. Ja. Ein bisschen was. Da fehlt ein bisschen Erde, glaube ich. Schön. Moment, lass mich mal so ausprobieren. Ich probier mal gerade was. Bagger? Ich kann mir vorstellen, was du versuchst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch funktioniert. Warum ist der Stapel in den LKW reingefahren? Welcher Stapel? Nico. Der Stapler. Meint er. Josef. Ja, wir stapeln. Wir stapeln auf 2 Etagen. Josef. Passt schon. Pef. Ladung entsichern, Alter. Und Pritsche aufmachen? Seid ihr schon beim Baustoffhändler? Oh, oder? Das hättest du ja auch machen können, ey. Und ihr seid schon beim Baustoffhändler? Ja. Meine Jüde, Klaus. Was brauchen wir eigentlich, den Bagger hier noch? Du wurdest befördert. Ich wollte den Bagger zur Baustelle fahren. Das war ein Teil der Mission. Moment, was? Ich wurde befördert. Zu was wurden wir jetzt befördert? Dass ihr Sachen kaufen könnt, ohne dass ihr mich immer nerven müsst. Okay. Aber wird es dann von unserem Geld abgezogen? Nee, das will ich dann nicht. Ich will wieder zurück entfördert werden. Wir sind schnell, wir sind hier zu zweit. Was sind denn das für... Oh nein! Ja, so viel zu schnell. Hä? Ja, die habe ich aus Versehen gekauft. Die habe ich aus Versehen gekauft. Dann nehmen wir die mit. Die können nur bei uns einlagern im Gelände. Josef! Nehmen sie trotzdem mit. Sicher, dass wir alles haben? Ich traue euch da irgendwie nicht ganz. Soll ich also, noch mehr kaufen? Soll ich noch mehr kaufen? 4-mal Holz haben wir. So, was haben wir denn noch? Ja. 2-mal große Dachpfannen, 1-mal Isoliermaterial, 1-mal Beton. Ja, das sieht gut aus. Ja. Nehmen wir das andere Zeug trotzdem mit. Ich hab mich drum gekümmert. Glaubst du, das wäre dann was Schlechtes? Ich fahr jetzt mit dem Gabelstapler zur Stelle. Josef, nimm de... Alter! Horst, bitte einmal drehen um 90 Grad. Was drehen um 90 Grad? Die Zementpalette. Ja. Ja, das muss man doch hinkriegen, oder? Ja, locker. Wir haben so einen riesen Pritschenwagen da und Nick und Josef setzt hier seine Palette dahinter. Josef schiebt schon mal. Ich schieb schon an Stelle. Ja, passt doch, perfekt. Ja, easy. Boah. Das war nicht das Fragen, was war. Josef, kann man dich eigentlich überhaupt was machen lassen? Ja, passt. So, passt doch. Na, noch nicht ganz. Ja, das passt gut. Noch nicht sicher, bitte. Sagen. Wir müssen das hier noch ein bisschen. Fahren wir mit dem Gabelstab da hinten gegen. Okay. Aber ganz vorsichtig, bitte. Warte, aber nicht so, den Klaus. Jetzt oben gegen die Zementpalette. Aber doch nicht Klaus. Oh, jetzt hat er schon Löcher reingepiekt. So, ja. Oh. Ja, wenn da jetzt ein bisschen Zement raus. Oh.
rausfließt, ist nicht so schlimm. Raus. Oh. Man will mich verarschen, ich überhole einen Fußgänger. Wo müssen wir hin? Alter, Hermann, was war denn das jetzt hier schon wieder? Jungs, was machst du? Wir sind im Ort. Ja, hier ist 60. So, das Problem ist, wir müssen mit dem Holz anfangen. Ja. Was ist das Problem? Dass das aufliegt. Also, ich habe der Frau gerade gesehen, wie das abgebremst hat, bevor es auf dem Boden aufgeschlagen ist. Ja. Das ist die Luftfederung. Von was liefern wir hier gerade an? Holz. Keine Ahnung. Ja, Holz. 0,8 Meter. Medien, ja. Stintholz, Lärchen, Stintholz, Füchte. Die Türen sind noch zu. Naja, passt schon. Was, ich bin im Weg? Ja. Josef, drehst eine Runde? Nö. Okay. Wäre viel zu ein langer Umweg. Ja, aber fünfmal am Sägewerk vorbeifahren oder die Schilde nicht lesen. Wow! Oh oh. Ruhig. Wow, 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 wow. Wieso komme ich hier? Ich komme nicht drauf. Ja, wow, sag doch, dass du läufst. Ich lauf. Okay. Ey, Juri. Ja, bitte? Als... What the... Ah, und so. Wie es hier mit den Chaoten weitergeht, welche Aufträge wir... Was denn? Das Chaoten, ey. Was? So. Du bist der Chaot hier, Hermann. Klaus. Also, wie es mit den Chaoten weitergeht, sehen wir in der... In der nächsten Folge wieder, wenn wir die nächsten Aufträge hier machen. Und bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.